Und dann sagt er hier, Antumina Billah, er zählt hier diese Säulen des Iman auf, den Iman an Allah Ta'ala. Das bedeutet, jetzt mal ganz, ganz grob ausgedrückt, die Dreh- und Angelpunkt des Iman an Allah Ta'ala, der Kern des Iman, ist an seine Einzigkeit und Einzigartigkeit im Wesen, in seinen Attributen und Eigenschaften und in der Anbetungswürdigkeit zu glauben. Zu glauben, dass er urewig ist, anfangslos und endlos ist, Meshi. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt des Iman an Allah Ta'ala. Danach erwähnt er den Iman an die Malaika. Malaika ist die Mehrzahl von Malak. Und das Wort kommt von dem Begriff Aluka. Aluka ist die Botschaft. Die Malaika werden so genannt, weil sie Botschafter sind, unter anderem Botschafter. Und der Iman an die Malaika bedeutet ebenfalls einfach, an ihre Existenz zu bestätigen, anzuerkennen, dass das Geschöpfe und Diener Allah Ta'ala sind, die ihm keinen Gehorsam verweigern, die keine göttlichen Attribute haben und so weiter. Das ist der schemenhafte Iman. Nicht? Details bedeutet jedes Detail, was bekanntlich aus dem Koran oder der Sunna den Malaika zugeschrieben wird, ebenfalls zu akzeptieren. Aber schemenhaft ist das völlig ausreichend, was ich genannt habe. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat hier die Reihenfolge sehr plausibel geordnet, denn der Iman an Allah Ta'ala, damit hat er begonnen. Dann kommt der Iman an die Malaika. Warum nicht erstmal die Rusul? Die Rusul sind ja eigentlich, die Propheten sind in ihrem Rang höher gestellt als die Malaika. Aber das ist die logische Reihenfolge. Die Malaika überbringen nämlich die Bücher und die Bücher werden empfangen von den Propheten. Und deswegen erwähnt er danach die Bücher. Und danach erst die Ar-Rusul. Die Kutub, damit ist auch gemeint, den Iman daran, also zu glauben und zu bestätigen, anzuerkennen, dass Allah Ta'ala Bücher für die Rechtleitung der Menschen herabgesandt hat, abgeschlossen mit dem Koran. Und das ist so der schemenhafte Iman. Wie viele der Kutub gab es? Wie viele Kutub gab es? Einige erwähnen, aber ich weiß nicht, was die Quelle davon ist. Einige erwähnen, dass es, glaube ich, 104 oder so waren. 104, aber ich glaube, also im Koran ist das auf jeden Fall nicht festgehalten. Und auch ja, in der Sunna ist mir nicht bekannt, dass es diese Anzahl gibt. Zamakhshari hat das unter anderem erwähnt. Er hat auch dann aufgezählt, dies und jenes, Meshi. Ich weiß nicht, sagt, glaube ich, 50 Kutub oder so hat Sheath bekommen. Adam hat, weiß ich nicht, 20 oder so. Auf jeden Fall, diese Anzahl ist nicht ja nie notwendig. Es ist nicht notwendig, das zu wissen. In Bezug auf die Anbiya gibt es ein Hadith. In Bezug auf die Anzahl der Anbiya gibt es ein Hadith im Musnad von Ahmed, der aber nicht ganz unumstritten ist. Darin heißt es ungefähr, dass es ca. 140.000 Anbiya gab. Und 315 Rusul. Danach sagt er, Wal-Yawmil-Akhir. Der Iman an den letzten Tag. Der Iman an den letzten Tag beinhaltet eben auch der Iman an alle Dinge, die mit dem letzten Tag in Relevanz stehen. Die Abrechnung, die Waage, das Sirat, das Paradies, die Hölle. Und so weiter, was in den Quelltexten eben erwähnt wird. Und danach erwähnt er zuletzt den Al-Qadr. Und interessanterweise stellen wir fest, dass er bei der Erwähnung des Qadr nochmal das Wort Tu'min, also das Verb, wiederholt. Alle anderen hat er mit einmaligem Erwähnen des Verbes sozusagen nacheinander angeknüpft. Dass du an Allah glaubst, an seine Bücher, an seine Malaika, an seine Bücher, an seine Gesandten. Und dann, und dass du an den
Qadar glaubst. Also nochmal das wiederholt, das wäre. Das unter anderem um, das macht man nicht einfach so. Das hat rhetorische Zwecke. Und unter anderem macht man das, um auf die besondere Priorität oder Wichtigkeit oder Gefahr einer Sache hinzuweisen. Also sozusagen, ich wiederhole das Verb nochmal, um dem Ausdruck eine Intensivität zu geben. Du musst dir vorstellen, wenn der Zuhörer das hört und er merkt, auf einmal abrupt wird der Stil geändert. Anstatt zu sagen, man könnte es ja auch so machen, dass du an Allah glaubst, an seine Malaika, an seine Bücher, an seinen Propheten, an den jüngsten Tag und den Qadar. Richtig? Wie man das mit dem vorherigen gemacht hat. Aber auf einmal wiederholt er nochmal das Verb in einem ganzen Satz nochmal und der Zuhörer, der nimmt das wahr und er erkennt sofort an dem Muster, dass hier etwas anders ist und hier möchte man mich auf beispielsweise auf die Wichtigkeit dieser Sache aufmerksam machen. Man möchte das hervorheben. Und das wird bewusst hervorgehoben, weil der Al-Qadr eines der Themen ist, an denen viele Menschen ausrutschen. Weil es ist so schleierhaft. Es ist verschleiert. Man kann sagen, der Al-Qadr ist so ein verschleiertes Thema. Es handelt nämlich, der Qadr, der Iman an Allah, der Iman an die Malaika, der Iman an die Kutub, das ist eine Sache, die unsere Handlung selbst. Der Al-Qadr ist aber eine Wesenseigenschaft Allah Ta'ala. Der Qadr beinhaltet das Wissen Allah Ta'ala, sein Willen, das Wissen über die Vergangenheit, das Wissen über die Gegenwart, das Wissen über die nahe und ferne Zukunft bis ins Unendliche. Und deswegen ist das ja eine, das ist ein bisschen schleierhaft für uns, nicht bis zum letzten Punkt nachvollziehbar. Und der Al-Qadr beinhaltet eigentlich, ihr habt vielleicht schon mal gehört, den Begriff Al-Qadha wal-Qadr. Häufig wird er so ausgedrückt. Viele der Imamen sagen, dass der Al-Qadha, das ist das Wissen Allah Ta'alas, das natürlich keinen Anfang hat, wo ewig ist und sein Wille. Und der Al-Qadr ist dann die Umsetzung und Ausführung dieses Wissens, dieses Willens entsprechend seines Wissens. Versteht? Also wenn der Zeitpunkt eingetroffen ist, der Sache, die in Gottes Wissen war, so wenn der Zeitpunkt dafür eingetroffen ist, dass das ausgeführt wird, die Ausführung nennt man dann Qadar. Der Al-Iman an den Qadar beinhaltet eigentlich kurz gefasst 4 Stufen. Wenn man das so verwirklicht, dann braucht man sich auch nicht weiter über den Iman an den Qadar damit den Kopf zerbrechen. Und zwar, dass der Iman an das Wissen Allah Ta'alas, das allumfassende Wissen Allah Ta'alas, das detailreiche Wissen Allah Ta'ala, وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ, deinem Herrn entgeht nichts im Ausmaß eines Körnchens. Das ist die erste Stufe des Wissens, des Qadar. Zweitens, der Iman an den Willen Allah Ta'ala, an die Mashi'a. Das bedeutet, dass alles, was geschieht, alles, was passiert und geschieht im Sein, also im existierenden Sein, dass das bewilligt wird von Allah Ta'ala. Dass es bewilligt wird, also das heißt, dass er es zulässt. Es kann nichts passieren, was er nicht zulässt. Hier ist aber ein wichtiger Punkt. Bewilligen und zulassen heißt nicht, dies zu lieben und zu mögen. Allah Ta'ala lässt Dinge zu, die er nicht will.
nicht will im Sinne von nicht liebt und nicht mag. Aber er lässt sie zu, er lässt sie geschehen. Und diese Dinge passieren nur, weil er sie geschehen lässt. Versteht ihr? Warum lässt er sie geschehen? Warum lässt er Dinge geschehen, die ihm, die ihm nicht lieb sind? Die Ahlul Ilm erwähnen hier etwas ganz Interessantes, und zwar, es gibt zwei Dinge. Al-Mahbub li dhatihi, al-Mahbub li ghayrihi. Dinge, die Allah Ta'ala lieb sind, wegen ihrer selbst. Sie, also zum Beispiel die guten Handlungen, al-Khayr wa al-Ta'at. Und es gibt Dinge, die zwar nicht selbst lieb sind, aber aus ihnen zeitigen und folgen Dinge, die ihm lieb sind. Also auch das, die Existenz beispielsweise des Übels führt zu irgendeinem Khair. Aus ihm wird Khair gebärt. Und deswegen haben wir schon mal erwähnt, es gibt kein absolutes Übel, was 100% nur Übel ist. Und ein Beispiel, was man hier erwähnen kann, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Ein Vater hat ein Kind, dem muss das Bein amputiert werden. Der Vater kann entscheiden. Der Vater lässt entscheiden. Wird dem Kind das Bein amputiert oder nicht? Ist das Amputieren des Beines als solche betrachtet, per se, ist sie etwas Liebes? Kein Fall. Der Vater, dem wird es nicht gefallen, dass seinem Kind sein Bein amputiert wird. Das fügt ihm Leid hinzu und wird ihn einschränken in seinem Leben. Aber in Anbetracht der Folge, in Anbetracht dessen, dass das Amputieren des Beines zum Erhalt des Lebens führt, in Anbetracht sozusagen dieser Folgen ist es ihm lieb. Er zieht es dem Nicht-Amputieren vor. Oder genauso jemand, der krank ist, der schwer krank ist, und der Medikamente sind meistens nichts, was Genuss bereitet. Viele Medikamente schmecken grauenhaft, haben Nebenwirkungen, die ebenfalls grauenhaft sein können. Der kranke Patient hat also keinen Gefallen und liebt diese Medikamente nicht per se, weil sie Medikamente sind, also wegen dem, was, oder einfach weil sie eben Medikamente sind. Aber in Anbetracht dessen, wozu sie führen, präferiert er die Einnahme dieser Medikamente. Versteht ihr? So ungefähr kann man das vielleicht verstehen. Also das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist die Al-Kitaba, das heißt der Iman daran, dass Allah Ta'ala all dies, was geschehen wird, hat niederschreiben lassen. Und der vierte Punkt, Al-Khalq, dass Allah Ta'ala, der Schöpfer ist, jedes einzelnen Ereignisses auf der Welt. Also nicht nur der Materie, nicht nur die Materie. Die Materie ist nämlich nach der Schöpfung nicht unabhängig geworden. Jede einzelne Bewegung, jede einzelne Veränderung, Allah Ta'ala ist der Schöpfer davon. Das bedeutet aber auch nicht, dass der Mensch, also wir glauben nicht an einen absoluten Determinismus, das heißt, dass alles so wie es ist, nicht vom Menschen beeinflusst werden kann. Der Mensch hat keinen Einfluss darauf, es ist wie so ein vorprogrammiertes Programm, das genau das macht, was es machen soll, auch nur es denkt, er hat die Illusion, dass es einen freien Willen hat. Das ist nämlich der Standpunkt der modernen Wissenschaft teilweise. Viele moderne Wissenschaftler glauben an den Determinismus. Und mit dem Menschen, der Mensch mit eingeschlossen. Das ist natürlich auf philosophischer Ebene höchst problematisch.
Weil damit stellen sich grundlegende Fragen, die zum Beispiel die Verantwortung des Menschen betreffen, die Mündigkeit des Menschen und so weiter.